Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ja. Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Ein bisschen flackert hier noch. Du kannst jederzeit übernehmen. Werde ich machen. Ja, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Bus Simulator 21. Da fährt unser kleiner Line City vor, den wir uns in der letzten Folge. Steig ein, sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Bist du dir sicher, dass der jetzt noch so in einem guten Zustand ist? Er hat gerade. Ja, ne? Aber wie gesagt, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Bus Simulator 21. Noch in der Preview-Fassung. Wie gesagt, alles, was hier zu sehen ist, ist noch nicht ganz fertig. Es wird sich bis zum Release noch ein kleines bisschen was ändern. Zum Beispiel das da. Das wird mit Sicherheit noch behoben. Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nee, ich will den Bus übernehmen. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Ja, werde ich. Sonderfahrt. Naja, gut. Tür 1 zu. So. Dann heben wir den Bus mal an. Und wo? Hier muss ich raus. Muss hier nirgendwo raus. So. Da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Okay. So, da steigen die ersten ein. Ich sollte doch das verlassen. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Oh, ne. Nee, nee. Winter der Leidenschaft kommt nicht wieder, bitte. Das wäre nicht ganz so schön. So, fortfahren. Einmal raus. Oder ne, komm. So. Hinten ist offen jetzt. Ja. Hat hinten gar nicht offen. Okay. So. Clinton. Okay. Alte Wunsch. So. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stuntdouble, nachdem er sich bei den ganzen Brustzähnen den Kiefer verwundet hat. Ui. Bus only. So. Guten Tag. Hallöchen. So ein schöner Tag. Ja. Das ist viel zu heiß draußen. Eine normale, einfache Fahrkarte. Danke. Kein Ding. So. Türen zu und anheben. Wo sind die fliegenden Autos? Laut Filmen sollten wir die schon haben. Nächster Halt, Sierra. Nächster Halt. Ich lasse mich jetzt mal echt überraschen. Ich warte die ganze Zeit eigentlich auf eine kleine Sache. Ich koche meine Kasse und mir morgen ein nettes Abendessen.
Ich habe gerade erst verstanden, ich koche meine Katze. Dachte mir so, Alf? Bist du an Bord? Aber nee, der hätte die ja lieber als Sandwich. Da war ja was. Nee, ich warte die ganze Zeit auf eine Sache und ich hoffe, dass es bald passiert, weil darüber würde ich mich... Da bin ich so gespannt drauf. Ich will jetzt noch nicht verraten, genau was es ist. Oh, da ist sogar ein... So, da fahren wir die Rampe noch aus. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Ja, das stimmt wohl. So, Türen machen wir zu. Hast du gerade den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in einem Ball Gassi gegangen ist? Sicherheit geht vor. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich wünschte, ich hätte heute Urlaub. Ich will unbedingt die neue Folge von Spring of Affection sehen. Spring of Affection. Oh. Das ist jetzt Frühling der Leidenschaft, oder? Spring? Ist doch Frühling. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Kein Thema. Türen zu. Ich bin im Bus, ich bin glücklich, das Wetter ist heute okay. Niemand kann mir heute sagen, was ich tun oder lassen soll. Das ist der Ansgar. Da wollte noch einer raus. War der Ansgar. Von Nordrhein TV. Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich nennen sie sie Summer of Love. Sommer der Liebe. Oh mein Gott, Alter. Alter, die Straßenführung ist hier eine echte Katastrophe, ne? Da bin ich jetzt dagegen geknallt. Bitte fahren Sie hier die Rampe für mich aus. Ja, kann ich machen. War jetzt ein bisschen... So. So, jetzt. Oh, es ist so schön, wieder in einem dieser neuen Busse zu fahren. Entschuldigung, Sie könnten sogar bitte weggehen. Vielen Dank. So. Ach so, wir sollten vielleicht auch natürlich noch die Rampe einfahren. Ist das nicht wunderschön? So, dann machen wir mal. Und schon. Du musst warten. Also die Steuerung, da muss ich mich noch ein bisschen mit einfinden. Also die ist sehr arcade-lastig. Aber vielleicht wird das ja bis... Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt gerne vom Spiel schon mal so eine kleine, eine kleine Meinung bilden. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Hui, okay.
Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Haben wir damit jetzt verdient? Hui, 10.000. Okay. Park den Bus. Ja gut. Dann. Soll ich den da drüben parken? Soll ich hier zum Händler drauf fahren? Oder was ist das jetzt? Nee. Das war jetzt nicht ganz genau, was sie hier von mir wollen. Weil wo soll ich den... soll ich den Bus denn parken? Parke beim Händler. Ah doch, okay. Oh ja, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo wenden können. So. Vielleicht... ja, da hinten ist ein Kreisverkehr. Obwohl, wenn ich hier jetzt vermutlich links fahre, komme ich da vermutlich auch lang. Jetzt einfach links halten. Wenn man dauerhaft links fährt, fährt man irgendwann im Kreis. Ja. So. Ich sollte da so echt in der Markierung parken. Blinker gesetzt, obwohl gerade ausgefahren. Das wäre ein Unfall geworden. Ja. Oh, dieses... Ich muss mich da echt mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Weil irgendwie mir kommt die Steuerung ein bisschen verzögert vor. Vielleicht muss ich aber selber bei mir mal in die Steuerung reingucken. Also es ist definitiv keine hoch ansprechende Simulation wie manch andere Spiele. Aber die Frage ist natürlich auch immer, ob das der Anspruch des Spiels ist. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Echt? Ich hätte gerne einen MAN SL202. Ne, habe ich ja schon einen in Realität. Haha. Nein, Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Okay. Wie viel habe ich denn? 192.000. Okay. MAN. Line New Line City. Aber als 12er. Okay. Citaro. Ja, wir könnten jetzt noch ein Citaro K kaufen. Oder wir kaufen einen Setra. Ja komm, wir kaufen einen Citaro K. Soll ich jetzt überhaupt schon einen kaufen? Kaufe einen neuen Bus. Fahre zu einer Lackiererei.
Ach komm. Nutzen wir für die Lackierung mal den... Wir nehmen den Setra. So. So, Bus übernehmen. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Komm, drehen wir mal eine kleine Runde durch. Drehen wir einfach mal eine Runde durch den Betriebshof. Also über den Bushändler. Okay, da gibt es ein paar Probleme mit dem Sichtfeld, wenn ich mich hier so umgucke. Warte mal, bleiben wir mal stehen. Wenn ich mich hier umgucke, doch, da gibt es während der Fahrt ein paar kleine... Da wird das Bild so schwammig. Ich denke aber mal, das wird bis zum Release behoben. Es gibt eine bekannte Fehlerliste. Die habe ich aber leider gerade nicht alle im Kopf. So. Aber damit haben wir jetzt mal eine kleine Runde gedreht. Wir können ja mal ausprobieren, ob das besser ist, wenn wir den Citaro nehmen. Verschwindet dann auch der Setra? Ja, der bleibt da stehen. So. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. So. Oh, da sind auch die Blickfehler. Naja. Aber damit hätten wir immerhin noch einen weiteren Midibus. Dann bauen wir uns erstmal eine kleine Midibus-Flotte auf. Komm, dann nehmen wir erstmal den Midibus noch. Ja. Gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Ted. In den ganz roten Kopf. Warte mal. Was ist das denn für einer? Das ist nur der Hinterkopf. Ich dachte, was hat... Okay. Ja gut. Außer Betrieb. Dann steigen wir wieder ein. Machen Tür 1 zu. Fahre zu einer Lackiererei. Also es gibt anscheinend noch leichte Grafikfehler. Ich meine, da wäre nämlich gerade auch wieder einer zu sehen gewesen. Ich meine, ich hätte da gerade was in der Videoaufnahme gesehen. Also da muss vielleicht bis zum Release nochmal ein bisschen was gemacht werden. Jetzt hat sich gerade auch die Route nochmal geändert.
Weil mit diesen Sichtfehlern es tut mir vor allem leid für die, die sich das jetzt gerade angucken. Es tut mir für mich aber auch leid, muss ich zugeben. Es tut mir gerade auch nicht gerade so gut. Aber das werde ich auch einfach direkt einmal an die Publisher melden. Und die werden das dann den Entwicklern melden. Und dann werden diese Fehler relativ zeitig behoben. Ist gerade ein Auto verschwunden. So. Da steht Ted. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. So, und jetzt lasse ich mich mal überraschen. Jetzt kommt die erste Geschichte. Kann ich eine Werbung? Muss mal gucken. Ne, hier sind die nicht. Mein Aussehen. Be white with pride. Ich glaube auch nicht, dass das hier so... übernehmen. Nee, ich wollte eigentlich noch was gucken. Kann ich jetzt noch mal die Lackiererei anfordern? Was passiert, wenn ich jetzt einmal rausfahre und nochmal rein? Ich würde nämlich gerne nochmal was gucken. Ich muss nämlich was ausprobieren. Okay, das Tor ist zu. Was passiert, wenn ich da jetzt nochmal reinfahre? Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir durchsprechen. So. Dann steig einmal aus, Mira. Aber ganz langsam in Zeitlupe am besten. Und jetzt alles rennt. Klar, Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Mach das. Aber ich werde jetzt trotzdem noch einmal versuchen, eben in die Lackiererei reinzufahren. So, Moment. Ich muss nämlich nochmal was ausprobieren. Ist nur die Frage, ob das funktioniert. Mich jetzt nochmal... Ah doch, er lässt mich nochmal rein. Lässt er mich jetzt auch
auch mal eine Lackierung auswählen. Ja, tut er. Mein Aussehen. Ich suche nämlich etwas. Wechseln. Select your skin under my look. Wax. Werbung, nein. Mein Aussehen. Vollverklebung. Was wählen? Okay. So, ich muss mal gucken. Nee, komm. So. Damit sind wir jetzt aber erstmal aus der Lackiererei raus. Und ich würde sagen, das wäre es erstmal mit der Folge wieder. Die Route 2 mit unserem neuen Citaro K machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und bye bye!